Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Prey hier auf Nerdamerf Live mit mir, dem Dre. Fortsetzen. In der letzten Folge habe ich so ein paar andere Spiele angesprochen. Und zum einen. Much better than the old range. Ja, danke. Zum einen Portal 1. Portal 1, genau. Und ich hatte mich gefragt, ob Portal 1 nicht früher oder später kam. Du siehst fertig aus, mein Freund. Hab mir mal die Orange Box geschnappt. Und da steht 2000. War das 2007? Ich habe auch Wikipedia nochmal gefragt. Ich meine, es war 2007. Also ein Jahr später. Das heißt, diese Portal-Funktion kann ich vorher gar nicht gesehen haben irgendwo anders. Es sei denn, es gab jetzt irgendwo noch ein anderes Spiel, aber ich wüsste gerade außer Portal und dieses hier kein anderes Spiel, das diese Mechanik benutzt hat. Und das würde erklären, warum ich das damals schon so krass weggeflasht habe. That felt weird. Findest du? Ich meine, zugegeben, hier sind es festgelegte Orte, ne, wo die Portale rauskommen und so. Im Portal hast du natürlich die Gravity Gun. Ja, das. Ja, ja, Portal Gun. In Oklahoma City is telling us that the state police, get this, are reporting mysterious lights all over the area and that they're having a hard time responding to all of the calls. It's going to be a wild and woolly night, folks. I just know it. Let's go to the phones. Caller, you're on the air with Art Bell. Yeah, Art? This Art? Yes, it's Art. Yes, it's Art, caller. Is this Kunz or Kunzweck? Yeah, Art, this is George from Garland. You won't believe what's going on around here. There's lights all over the sky. I can't believe it. There's lights? You mean in the sky right now? Yeah, right now. It's amazing. Where? Fuck. Everywhere. Right over my house. They're moving from north to south. What? Can you tell me what they look like? Exactly what they look like. Can you tell me about them? There's some blue blinking ones moving real fast, and some green ones moving a lot slower, and some red. Oh my God! What? One of them is some kind of a spaceship. It's hovering right over me. It's huge. That sounds exactly like the reports we got from Oklahoma. Do you have a camera with you? Yeah. Oh man, a bright green light just came up. George, are you there? We apparently just lost George. I'm going to open up a special line right now for folks in the Garland area. Look, if you're seeing these lights, give us a call and let us know what's going on in the skies over Texas. Scheint also noch an mehreren Orten zu passieren. Alles klar. Wo war ich stehen geblieben? Weiß keiner mehr. Ja, also Portal nach diesem Spiel rausgekommen. Half-Life 2. Shit, warte, ich hab doch hier die Wikipedia-Dinger drauf. Ich finde sowas immer nicht uninteressant. Oh oh. Da Half-Life 2. Kam 2004, also auch vorher. Warum erwähne ich überhaupt Half-Life 2? Weil das irgendwie. Ich weiß nicht, Half-Life 2 hat für mich. Auch nochmal so ein. Das ist so ein Meilenstein. Ja, okay, okay. Calm down. Ich könnte die übrigens killen. Habe ich aus Versehen herausgefunden. Naja. Genau, Half-Life 2 ist für mich so ein Meilenstein. Auch was die Story und Physik und so. Ich glaube, das war doch auch das erste, oder? Was so richtig mit Physik war? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die können wir einsammeln. Nasty. Nasty, okay. What the fuck? Das habe ich schon noch gar nicht gesehen. Okay. Die funktionieren wie Granaten. Wir wollen aber bitte die Knarre zurückhaben. Okay, gut. Es passiert sehr, sehr viel jetzt am Anfang. Ich muss hier. Ich will auch so viel Informationen noch loswerden und so. Wie kommen wir hier raus? Ganz einfach. Pass auf, nächstes geiles Ding. 2006. Ich werde es noch 10-mal erwähnen. Mindestens. Wow! Das slippte auf dem Blut aus. Haha. Ha. Ja, das hat mich damals. Ich fand das so
gut. Allein der Anfang hat mich ja schon geflasht. Aber dann, wie das hier so in dem Schiff so weitergeht, das ist ja immer noch alles nur der Anfang. Wir sind noch nicht sehr weit drin, kann man so sagen. Wir haben noch nicht mal das Tutorial durch. Da kommen noch Mechaniken, ey. Okay. So, und dann hatte ich ja noch, das ist auch geil. Weil wir an der Decke sind, fällt der runter. Also, hoch. Also. Ich hatte Doom angesprochen. Doom 3. Das kam vorher. 2 Jahre vorher. Benutzt aber die gleiche Engine. Deswegen sieht das optisch alles so sehr ähnlich aus. Beziehungsweise ich bin mir sehr sicher, dass sogar diese Rohre und so und die Stahlwände und so, dass das exakt das gleiche ist wie in Doom 3. Diese Interaktion mit dem Monitor habe ich damals auch das allererste Mal so in Doom 3 gesehen. Ja, also gleiche Engine. Logisch dann, dass es sehr ähnlich aussieht. Und dann hatte ich Duke Nukem Forever angesprochen. Guckt euch das an, das ist doch großartig. Ohne Ladezeiten oder irgendwas. Fantastisch. Duke Nukem Forever, 5 Jahre später vom gleichen Studio, also 3D Realms. Warum Duke Nukem Forever? Wer das gespielt hat, wird hier vielleicht so ein paar Mechaniken wiedererkennen, die sie dann halt 5 Jahre später nochmal benutzt haben. Oder ähnlich benutzt haben. Was hat das hier mit dieser Kugel auf sich? Ich habe keine Ahnung. Wir kommen hier nicht durch die Tür. Wir können mit der Kugel nichts machen. Da geht's nicht weiter. Hier ist noch ein Kasten. Gehen wir nochmal in den Kasten. Oh my god, he's a giant. Oh shit. Großartig! Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mechanik, dass ich das so in Duke Nukem Forever schon gesehen habe. Also, was heißt schon? Danach. Kam ja danach. That was fucked up. Jetzt hängen wir schon wieder an der Wand. No. This is fucked up. Achso, jetzt haben sie mir gezeigt, dass das Zeug die Viecher gewinnt. Ja. Also ja, es ist großartig. Guck mal, jetzt hat man Tommy da. Guck mal, man kann. Das ist wie ein Portal. Arcaniac, wie kannst du dieses Spiel denn nicht gut finden? Ich meine, gut, du hast es wahrscheinlich viel zu spät gespielt oder gesehen oder was auch immer. Aber es ist doch. Ist doch großartig. Ich meine, die Dinger kann ich killen. Ja, okay. Ich glaube, in Control hatte ich angesprochen, dass ich von dem aktuellen Prey, von dem 2017er Prey... Hey, stop that thing! Tommy, help me, please! I'll find a way to get you off that thing! Get me off of this thing! Was? Es lebt noch? Ich hab dir den Kopf abgeschossen, wie kannst du noch leben? In Control angesprochen, dass ich nicht der größte Fan von dem 2017er Prey bin, und weil ich halt dieses hier kannte und... wollte was ähnliches oder was. These bastards will pay, Grandpa. I promise. Oder eine Fortsetzung oder irgendwie sowas. Aber. Ja, habe ich halt nicht bekommen. Und dann hat mich das aktuelle Prey sogar mehr genervt, als dass ich da Spaß dran hatte, weil die Spielmechanik irgendwie komplett anders war. Naja, egal. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau, warum ich Prey hier habe. Also ich habe mir das irgendwann mal gebraucht gekauft für die Xbox. Und ich hatte gar nicht vor, das zu let's playen. Gut, jetzt machen wir es. Aber es ist wirklich, also bis jetzt, alles was ich so bis jetzt angespielt hatte von dem Spiel, ist so, ja, das ist geil. Das ist heute noch geil. Das war damals großartig, um es nochmal zu sagen.
Und es funktioniert auch heute immer noch sehr, sehr, sehr gut. Bis jetzt. Ich habe vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde reingespielt. Where in the hell am I? Aber wir werden sehen. Es geht so geschätzt um die 7 bis 8 Stunden. Gucken, ob es anfängt, mich zu nerven. Wird's garantiert. Es wird garantiert Stellen geben, an denen ich keinen Bock mehr habe. Ich will euch einsammeln. In denen es mich richtig abfacken wird. Aber da sind wir noch nicht. Schauen wir. Achso, ihr seht, ich muss nicht nachladen, ne? Aber diese, ja, wie soll man die nennen? Diese Stäbe, die da so leuchten. Die werden dunkel und dann kann man halt nicht mehr schießen, dann muss er das einmal drehen. Das kann ich nicht manuell machen. Das muss er machen. Okay, jetzt. Bastards. Die tun mir, glaube ich, nichts, wenn ich, wenn ich ihnen nichts tue. Aber wir wollen sie erlösen. Die armen Leute. Das war ganz schön knapp. Jetzt bin ich fast tot. Hat er sich geheilt? Ja, zum einen wollen wir sie erlösen, zum anderen halten sie ja irgendwie das Schiff am Laufen. Und wenn ich das vermeiden kann, vereiteln kann, ist doch auch was Gutes. Zeit ist schon wieder halb rum. Krass, ey. 20 Minuten. Hab ganz vergessen, wie kurz 20 Minuten sein können. Sonst habe ich ja immer nur so eine halbe Stunde Dinger gemacht jetzt in letzter Zeit. Naja. Oder im Falle von Control die letzten Folgen eine Stunde. Sorry dafür übrigens. Aber okay. So. Was? Was liegt denn? Ah, this looks safe. Ich mag seinen Sarkasmus dazwischendurch. Dead. Geht nicht um. Oh oh. It is time to let go of the mortal world, Tommy. Time to become a part of the sacred fire. Let go, now. Let go. Schnitt. Come, Tommy. Join me. Grandfather? What is this? Where am I? Talon will guide you. Talon? That's impossible. It can't be. Nächstes großes Feature wird jetzt hier vorgestellt. Es kommt jetzt hier Schlag auf Schlag. Kommen immer neue Sachen. Hier können wir nicht durch, soweit ich weiß. Nee. Also Talon ist der Falke hier. Oder Adler? Ich glaube Falke. Silugi. I saw you die. Where am I? This is the land of your fathers, Tommy. The land of the ancients. The land of all that Cherokee crap, it's a bunch of superstitious bullshit. Deswegen sind wir hier. I don't believe this. Your beliefs will soon change. How did I get here? Your spirit guide, Talon, brought you here. Talon? My pet hawk? He's been dead since I was a boy. All your life you have rejected the ways of your ancestors. Now you must embrace your heritage if you are to survive. I don't have time for this. Jen's in trouble. I've got to find her. You must learn the old medicine, Tommy. It is the only way. Let me show you. Ich habe keine Zeit, hier im Jenseits rumzulungern. Ich muss Jen retten.
Na klar, Tommy, na klar. Kann ich hier irgendwas machen? Hab ich mein Feuerzeug mit in der, im Jenseits? Ich hab's auf Englisch angefangen zu zocken. Hab's dann auf Deutsch gestellt, weil Untertitel und so. Und hatte gedacht, vielleicht gibt's auch eine deutsche Tonspur. Worauf ich hinaus will, ist, mir ist nicht. Ich hab nicht drauf geachtet, ob in den Ladescreen auch Indianer steht. Also Indians in dem Fall natürlich. Wieso sieht der Boden so merkwürdig aus? Weil es ein altes Spiel ist, okay. Aber im Deutschen steht hier ständig Indianer. Beyond this door. Is a test. Und ich glaube, Indianer sagt man einfach nicht mehr, oder? What the hell is this? Let me out of here. I've got to get back to Jen. You must believe in the old ways if you are to succeed. You must step outside your earthbound shell, Tomasi. Let your spirit carry you where your body cannot pass. Through the fire. Spirit Walk! Wenigstens ist das auf Englisch geblieben. Geister. Wie sollte man das übersetzen? Geister. Lauf. Good. You may now return to your body. Wie kann man Spirit Walk übersetzen? You have learned well. No mortal obstacle can stand in the path of your spirit. You become like chameleon who moves unseen. Invisible. Okay, I've passed your little test. Send me back. First, you must master the bow. You must learn to fight. Not a problem. The army taught me to kill, remember? You fought in white man's wars, with white man's weapons. Now it is time to fight with your own. Go to the spirit cave. Geisterhöhle. Das finde ich halt auch so schön. Man ist hier nicht irgendein komischer Dude, der Standard-Heini, sondern man ist ein Cherokee, Alter. Wo hat's das denn vorher mal gegeben? Nowhere, that's where. Guck mal, das ist die Geisterhöhle. Wie kommen wir da hin? Wir benutzen einfach den Spirit Walk, den wir gerade gelernt haben. This bow is the weapon of your spirit form. But your bow must be replenished. Claim the spirits of your fallen enemies. There's still much to learn. The power of the Dark Ones grows ever stronger. I don't have time for this. Jen needs me. As you wish. Talon will guide you. He will become your eyes and ears. Heed his warnings well. Interessant, dass sie das nicht übersetzen. Also der Falke wird unser Auge und unsere Ohren. Und ich drücke jetzt auf Pause. Ich hoffe, ich vergeige die Schnitte nicht so heftig, ey. Dass man das sehr doll merkt, wenn ich da mal Pause drücke. Aber, Here is it from nowhere. What? Who said that? It understands me. Curious. This human is a mystery. Find him. Okay, also genau, man killt also jetzt die Gegner und füllt damit dann seine blaue Energie auf. Ihr seht leider nicht hinter mir, ist so eine Leiste, das ist die Munition. Genau, wir haben Lebensenergie, wir haben Geisterenergie sozusagen. Und ja, wie es hier weitergeht in Prey, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn du magst. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Das hilft dem Kanal und meinem Ego. Das freut mich immer da irgendwie, wenn die Zahlen in der Höhe gehen. Keine Ahnung. Und wie es da weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wieder schon reingehauen. Macht's gut. Ciao. Jetzt habe ich abgewunken. Ich wollte eigentlich den hier machen, wie immer, aber egal.